Hey, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Spürvertrauen Podcast. Ich bin Yvonne. Ich bin Sexual Life Coach. Ich arbeite in Köln und du kennst mich vielleicht schon längst aus dem Podcast oder du hörst das erste Mal rein. Dann begrüße ich dich natürlich auch ganz herzlich, also in beiden Fällen. Und in dieser Folge soll es jetzt heute darum gehen, wie du leichter dranbleiben kannst. Dranbleiben an einem Projekt, sozusagen innerhalb deiner Sexualität. Und das kann ja ganz viel Verschiedenes sein. Also vielleicht bist du sogar bei mir Klient oder Klientin und merkst manchmal, oh, das ist gar nicht so einfach. Mal bin ich total motiviert, mal weniger. Okay, ja, das ist so. Und vielleicht bist du aber auch einfach nur hier im Podcast und hast dich mal selber so committed zu einem Projekt, also sowas wie deinen Körper weiter erforschen oder vielleicht dich mit deinen Orgasmen beschäftigen, mit deinem Solo-Sex, mehr lernen über deine Erregung und deine Lust oder dich entspannter fühlen beim Sex. Es kann ja so vielfältig sein, was so Projekte sein können. Vielleicht gibt es auch noch gar kein ganz konkretes Projekt, sondern du merkst so, eigentlich wäre es total gut für mich, wenn ich mich mal überhaupt anfange, mit meiner Sexualität zu befassen. Und dann ist eben das Dranbleiben auch, das irgendwie stetig einzubeziehen in dein Leben. Ja. Gerade wenn Sexualität vielleicht auch ein Thema ist, was so gar nicht so viel stattfindet oder auch irgendwie belastet ist, ist es ja manchmal auch viel einfacher, sich damit nicht so viel zu beschäftigen und angenehmere Dinge zu machen. Und dann fällt es aber so hinten rüber. Ja, und dann höre ich natürlich auch, wenn Menschen zu mir in die Sitzung kommen, ja, ich hatte irgendwie so viel anderes und Arbeit und Stress und an Sexualität habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Das passiert allen Menschen. Mir passiert es im Übrigen auch mit bestimmten Themen, die mich betreffen, jetzt nicht nur in der Sexualität, es kann ja auch woanders irgendwie Thema sein, dass man sich einfach was vorgenommen hat und so. Die Frage ist, wie schaffe ich dran zu bleiben? Aber ich kenne das eben auch aus so Sexualitätskontext, würde ich mal sagen. Na, also irgendwie gibt es eine Idee, wo will ich hin? Und vielleicht gibt es auch Ideen, wie kann ich dahin kommen? Oder es gibt erstmal Bewusstsein zu, okay, ich brauche da irgendwie ein bisschen Support oder Wissen oder einfach Begleitung in Form von Büchern, Podcast, Videos. So, und und das Thema auch stetig mitzutragen. So. Und darum soll es hier heute gehen, um konkret 5 Ideen, auch die ich dir mitgebracht habe, wie du dich darin unterstützen kannst, also dran zu bleiben. Aber auch ohne in sowas, ich sag jetzt mal, Verbissenes reinzukommen. Ja, also dranbleiben heißt ja nicht, ich reiße mir jetzt wirklich den Arsch auf, bis er blutet, sozusagen. Mir geht auch der Spaß verloren, sondern oder ich werde so krampfig sozusagen, dann machen ja auch Übungen keinen Spaß, dann machen Partnerbegegnungen nicht so viel Spaß, wenn das so einen Krampf bekommt. Und da ist schon auch eine Kunst zu schauen, wie kann ich motiviert bleiben und so, ich sag mal, meinen Nordstern irgendwie im Auge haben und wie kann ich es aber auch zwischendurch immer wieder loslassen, mal vielleicht eine intensivere Phase haben, wo es leichter dahin float. Und wenn ich merke, so jetzt geht mir die Motivation auch mal ein bisschen abhanden, was kann ich dann auch machen, um trotzdem weiterzugehen? Ja, um nicht in so einem Loch zu landen, wo alles wieder geparkt wird oder wirklich auch in den Keller wandert, sozusagen, in eine Kiste und weg damit, sondern ja, sich davon auch nicht abhalten zu lassen, eben wenn die Motivation mal weniger ist. Und dafür habe ich auch wirklich konkrete Ideen dabei, die im Teil auch immer mal wieder Programm sind in den Sitzungen, die ich mit Menschen habe. Und ich dachte, vielleicht brauchst du aber auch ja so zu deinem eigenen Zeitpunkt mal was, um dich daran zu erinnern, ja. Und ganz egal, ob du jetzt bei mir schon in Sitzungen kommst oder nicht, kann das ja sein, dass
ich gar nicht greifbar bin für dich konkret, ja, und du auch zum Zeitpunkt X lieber für dich schnell irgendwas haben möchtest, wie du da besser unterwegs sein kannst. Und dafür ist eben diese Folge. Und was ich auch, bevor ich so mit diesen Ideen hinterm Berg hervorkomme, dich nochmal darauf lenken möchte gerne, ist, such dir mal irgendwas aus deinem Leben, wo du schon mal geschafft hast, dran zu bleiben. Also irgendein Projekt, irgendein Vorhaben, wo du richtig Lust drauf hattest, keine Ahnung, ein Urlaubplan oder irgendeine Reiseplan oder ein Umzugplan oder vielleicht schon auch sowas, wo du mal gemerkt hast, boah, das ist jetzt hier nicht so ganz easy, Job wechseln vielleicht, ne? Also es gibt ja so viele Themen. Vielleicht kennst du aber auch was aus der Sexualität, wo du schon mal dich auf den Weg gemacht hast und gemerkt hast irgendwann, ja, hey, geil, ich bin da hingekommen, wo ich hin wollte. Und ruf dir das nochmal so ein bisschen in Erinnerung und versuch mal zu schauen, wie du das gemacht hast. Also wie hast du das gemacht, dieses Dranbleiben? Weil in der Regel funktioniert das ja schon so, dass Menschen vielleicht auch in so einer Anfangseuphorie erstmal ganz gut losgehen können und ja, hey, ich mach das jetzt und dann läuft das eine Weile, je nachdem, ne, ganz unterschiedlich sind wir da. Und dann kommt auch eine Phase, da ebbt das wieder ab. Und dann ist so ein bisschen wirklich die Frage, wie gelingt es, da dran zu bleiben? Und ich glaube auch, jeder Mensch hat da so eigene, ich sag mal, Mechanismen, die ganz gut funktionieren. Also Thema Sport zum Beispiel auch, ja. Gibt ja Menschen, die finden das total einfach, jeden Tag für sich alleine Sport zu machen oder meinetwegen auch dreimal in der Woche. Und dann gibt es Menschen, die sagen, oh, wenn ich ja jetzt irgendwie so alleine das machen soll, ich brauche schon irgendwie was, wo ich hingehen kann, so zu einem Yogakurs oder zu irgendeinem anderen Kurs, meinetwegen auch ins Fitnessstudio, wo ich weiß, da ist dienstags um 18 Uhr genau das und da gehe ich immer hin. Und das hilft Menschen. Und sowas meine ich. Also dir da auch nochmal auf die Schliche zu kommen, wie funktionierst du? Oder ganz grundsätzlich, ne, was macht dir vielleicht auch Freude im Dranbleiben? Was hast du schon mal über dich gelernt? Und sammel das, schreib dir das ruhig auch auf. Also bist du Typ, dass du es auch alleine kannst zum Beispiel oder brauchst du irgendwas von außen, was dir wie so eine Art Rahmen gibt? Brauchst du vielleicht sogar auch andere Menschen, mit denen du das dann zusammen machen kannst? So, dass, ne, da kannst du einfach mal so schauen. Und hast du für dich schon mal Tools entdeckt, die dir geholfen haben? Und ich habe jetzt eben auch noch ein paar Tools für dich mitgebracht. 5 Stück sind das. Und vielleicht ist auch das eine oder andere gar nicht neu für dich, sondern wie so eine Erinnerung. Und ich möchte dich aber wirklich ermutigen und zutiefst einladen, das zu tun, weil nur darum zu wissen, macht noch nicht, dass wir dran geblieben sind und irgendwann ja näher kommen dahin, wo wir hinwollen oder auch dort ankommen, sondern es braucht auch dann wirklich mindestens ein Experimentieren mit diesen Tools. Und manchmal ist es so, dass wir eine Zeit lang was experimentieren, dann funktioniert es auch für einen und dann aber auch vielleicht nicht mehr, dann braucht es was Neues zum Experimentieren, wenn du so ein Typ auch bist und gerne neue Dinge ausprobierst. Vielleicht bist du aber auch so ein Typ, dass du merkst, ah ja, ich bin schon auch eher so langfristig, nachhaltig, straight mit Sachen, also für mich funktionieren Dinge auch über 3 Jahre zum Beispiel, ne, wie ich mich immer wieder bei der Stange halte. Erlaub dir das. Also, ne, brauchst du da eher auch Abwechslung in dem, was dich so unterstützt als Dranbleibehilfe, sag ich mal, oder bist du da eher so der kontinuierliche Mensch? Und möchte ich noch was sagen? Vielleicht höchstens, ne, das sind wirklich so handfeste Dinge, die du machen kannst. Das ist jetzt nicht einsetz dich hin und meditiere und visualisiere dein Ziel. Sowas kannst du natürlich auch machen, das findest du aber jetzt nicht in dieser Podcast-Folge von mir. Da musst du vielleicht mal irgendwie auf Insight Timer checken, was es da so gibt und ob dir das taugt. Das ist ja so eine Meditations-App, wo man viele gute Sachen finden kann, aber nicht alles zu einem passt natürlich.
Ja, hier geht es auch jetzt nicht um Mentaltraining oder Affirmation oder so. Oder sich ein Reinschwingen in ein, oh, wie fühlt sich das denn an, wenn ich dort bin, sozusagen. Das kannst du auch alles machen. Ich würde dir das sogar auch empfehlen, auch vielleicht mit solchen Dingen zu experimentieren. Aber was ich jetzt meine, ist wirklich was ganz Handfestes, was du jeden Tag oder jedes Mal machen kannst, anfassen kannst, sogar im Zweifel auch, und sehen kannst und machen, also auch gegenständlich kreieren kannst, ja, um dich da wirklich zu unterstützen. Und vielleicht braucht es auch eine Kombination aus beidem. Also zum einen diese innere Arbeit dazu, hey, was motiviert mich eigentlich? Wie könnte sich das anfühlen, wenn ich da bin, mich so reinzufühlen? Vielleicht auch wirklich was zu visualisieren, innerlich Meditation dazu zu machen, ne, Manifestationsarbeit. Es gibt aktuell so viele Angebote da draußen und jetzt kriegst du von mir 5 konkrete Ideen, was du so für das Alltägliche tun kannst. Und das allererste, und es ist so simpel und aber auch ein großer Unterschied, ob wir es machen oder nicht, baue dir irgendeinen physischen, sichtbaren Reminder, also eine Erinnerung, die du siehst an einer Stelle, die für dich sinnvoll ist. Also, wenn du, ich gebe dir jetzt einfach ein Beispiel jedes Mal auch oder vielleicht sogar 2-3 Mal gucken, wenn du zum Beispiel dich sinnlicher spüren möchtest mit deinem Körper, wenn das dein Projekt ist, und du dir vorgenommen hast, dich unter der Dusche morgens oder abends, also jedes Mal, wenn du duschst, einfach bewusster zu berühren beim den Körper einseifen, sag ich jetzt mal, dann kannst du dir zum Beispiel ein Post-it an den Spiegel kleben, wo drauf steht Sinnlichkeit oder irgendein Wort deiner Wahl, was du siehst, wenn du auf dem Weg in die Dusche bist, ja, und das erinnert dich daran und macht, dass du wirklich auch in der Dusche deine Zeit damit verbringen kannst, dass du wirklich parat hast, okay, ne, ich kann das jetzt machen, ich habe daran gedacht, weil ich hatte da meinen Erinnerungshelfer, sag ich mal, und eben nicht im Worst Case aus der Dusche rauskommst und feststellst, ah scheiße, ich habe es jetzt gerade schon wieder nicht gemacht, weil ich habe einfach nicht dran gedacht. Ja. Und da einfach sich was zu bauen oder auch, meinetwegen kann da auch eine Postkarte hängen, wo ein Bild drauf ist, was für dich Sinnlichkeit ausstrahlt, wenn dir das taugt. Oder es gibt vielleicht irgendwie eine Figur, also irgendwie ein Dekoartikel, sag ich mal, der damit ganz stark verknüpft ist oder den du dafür vielleicht extra findest oder auch etwas aus der Natur, was dich erinnert, also ein Stück Holz vielleicht, das ist ja auch sowas Haptisches oder ein Stein oder ja, da kannst du ruhig kreativ werden, aber es taugt eben auch, bis was Gegenständliches da ist oder wenn du eher der Typ dafür bist, es taugt auch ein Post-it, ja, also ein ganz einfacher Klebezettel, auf denen du irgendwas raufschreibst, was du schnell erkennen kannst. Also nicht klein, klein und 3 Sätze, sondern mehr so 1-2 Worte vielleicht. Und das gut im Blickfeld zu platzieren, ist dann wirklich hilfreich. Ja, genau, das war das Erste. Das Zweite, was du gut machen kannst, wenn du dafür der Typ bist, und es gibt Menschen, die lieben das, die sind quasi beinahe süchtig danach. Ich gehöre manchmal auch ein bisschen dazu, phasenweise. Und es gibt, glaube ich, aber auch Menschen, für die ist es eher nichts, sich irgendein System zu überlegen, wie du etwas tracken kannst. Also nachverfolgen. Wann hast du es gemacht? Hast du es gemacht? Und im Zweifel durchstreichen, abhaken. Ja, man findet da auch online so tolle Vorlagen, wo, wenn du jetzt dir zum Beispiel vorgenommen hast, du möchtest, weil du Lust hast, dein Genital intensiver zu spüren und die Beziehung zu stärken, es mehr in dein Bewusstsein zu holen, diesen Körperbereich. Und du hast dir beispielsweise vorgenommen, jeden Tag 1 Minute dich zu berühren, einfach die Hand still hinzulegen. Gibt es auch eine Podcast-Folge dazu, wo das genauer erklärt ist, wie das geht. Ist eigentlich ganz einfach.
und wozu das auch alles gut sein kann. Ne, vielleicht hast du die schon gehört. Wenn es dich interessiert, geh da mal vorbei. Ich schreibe mir das ganz kurz auf, dass ich das auch verlinke. Sonst vergesse ich das nämlich. So, dann ist das ja was, wo du dich jeden Abend zum Beispiel fragen kannst, ah, habe ich das heute schon gemacht? Und vielleicht bist du eh ein Mensch, dass du Journal magst oder irgendeine Art von Tagebuch führst. Oder du hast irgendwie so ein Blatt Papier, wo irgendein Vordruck drauf ist, wo du wirklich so jeden Tag irgendwie ein Kreuz machen kannst oder einen Haken oder ein Smiley oder im Kalender sozusagen das einfach mit reinzumalen. Oder dir wirklich auch was zu überlegen. Also wenn du kreativ bist, vielleicht magst du auch selber was entwerfen und malen, was du täglich dann abhaken kannst. Oder ne, ist auch jetzt für Dinge geeignet, die du nicht täglich machen willst. Also vielleicht, wie du einmal die Woche machen willst oder die du zwei-, dreimal die Woche machen möchtest. Also es dir aufzuschreiben auf irgendeine Art, habe ich es gemacht oder nicht. Und halt entweder indem du wirklich hinschreibst, was du gemacht hast, in dein Tagebuch, in dein Journal oder aber über dieses Prinzip von abhaken. Ja. Also irgendeine Form von Tracking-System, Nachverfolgungssystem zu finden, was für dich auch funktioniert. Auch damit kannst du experimentieren. Hey, hast du schon Erfahrungswerte aus der Vergangenheit? Wenn ja, was hat gut geklappt für dich? Und falls nein, guck mal, findet sich auch online ganz viel. Kannst du vielleicht einfach mal Tracking, Bullet Journal oder Journal oder sowas eingeben in irgendeine Suchmaschine. Und dann findest du auch Vorlagen, die du dir einfach runterladen kannst oder per Screenshot irgendwie benutzen kannst. Und dann legst du los. Das dauert 5 Minuten. Und es kann dir eine super Hilfe sein, da täglich oder eben zu deinem Rhythmus Dinge tatsächlich zu machen. Das Dritte, was ich auch ansprechen möchte, ist mit Belohnung zu arbeiten. Das kann ein sehr spannendes Feld sein. Gerade wenn du so auch ein Mensch bist, der vielleicht gerne Geschenke bekommt oder sich auch selber gerne Geschenke macht. Ich knüpfe jetzt nochmal an das Beispiel. Also du hast dir vielleicht vorgenommen, jeden Tag diese Hand aufs Genital Übung zu machen, hinzuspüren. Und am Ende der Woche kannst du gucken, habe ich das jeden Tag gemacht? Okay. Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kannst du es mit deiner Belohnung verknüpfen. Und ich kenne eine Kollegin, die sagte mal, ja, ich weiß gar nicht mehr, für welche Aufgabe oder welches Projekt sie das installiert hatte für sich. Aber sie sagte, ich stehe total auf Blumen. Ich kaufe mir total gerne Blumen für die Küche, fürs Wohnzimmer. Und die hat dann gesagt, ja, wenn ich dann weiß, ich habe irgendwie 7 von 7 oder meinetwegen auch 6 von 7, was ja auch schon super ist, in einer Woche geschafft, dann darf ich mir für die nächste Woche schöne Blumen für zu Hause kaufen. Also, was heißt darf, ne? Man könnte sich die natürlich auch so kaufen. Aber man kann das eben auch so verknüpfen mit so einem Belohnungssystem. Und natürlich braucht es Aufmerksamkeit, dass auch die Belohnung etwas ist, was dir im tiefsten Sinne gut tut. Also bitte kein, dann trinke ich die Flasche Wein oder ich esse eine Tafel Schokolade, ja. Sondern mehr sowas, was dich auch wirklich ein bisschen hochhebt, wo dein Körper nicht viel mit zu tun hat, sondern was einfach eine Bereicherung ist. Meinetwegen auch sowas wie ein Saunatag, wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, über einen ganzen Monat was durchzuziehen und am Ende schaust, okay, ne, hier, jetzt habe ich das wirklich zu meinen eigenen Bedingungen eingehalten. Ah, jetzt kann ich mir den Saunatag dafür gönnen. So, natürlich kann man sich den auch so gönnen, den Saunatag, keine Frage. Aber da eben auch diese Verknüpfung zu machen. Also schau, was willst du vielleicht auch unbedingt machen und wo hättest du so richtig Bock drauf und wie macht sich das für dich bezahlt, das zu verknüpfen. Und dann kannst du eben auch wirklich mit so einem Belohnungssystem arbeiten für dich.
Das vierte ist, geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung und das ist, glaube ich, sehr für die Menschen, die wissen, ich brauche eigentlich immer so was Externes. Also sonst, ne, wenn ich dann Sport zum Beispiel als Thema habe oder auch bei der Arbeit vielleicht, ich brauche einen Kollegen, ich brauche einen Chef, so dem ich berichten muss oder wo ich absprechen muss oder Sport, wo einfach klar ist, ich gehe mit einer Freundin oder es gibt immer den und den Kurs, wo ich hingehe. So, und das ist wirklich eine Anregung. Such dir jemanden. Ah, das ist die Hedi, die kurz ein bisschen was trinkt, falls du das hörst. Such dir jemanden, wo du jedes Mal, wenn du es gemacht hast, eine kleine Nachricht schicken kannst oder in deiner Form, ich sag mal, reporten kannst. Und wo es für dich so eine Art Commitment gibt. Natürlich sollte das eine Person sein, der du vertrauen möchtest und kannst. Vielleicht kann das auch dein Partner, deine Partnerin sein oder einfach ein guter Freund, eine gute Freundin. Es kann natürlich auch so sein, dass du sagst, ah, hey, ich habe da ein Projekt, ich will dir gar nicht so viel drüber erzählen, aber für mich wäre es super hilfreich, wenn ich dir einfach jedes Mal einen Haken schicke per Textnachricht, wenn ich das gemacht habe. Du brauchst auch gar nicht wissen, was ich da tue. Ich möchte nur, falls ich das vielleicht mal nicht schicke, dass du sagst, was ist denn eigentlich mit deinem Projekt? Ja, dann kann man das auch so ein bisschen für sich behalten. Oder man macht es transparent und sagt, hey, ich habe Lust, mich mit meiner Sexualität auseinanderzusetzen. Und ich habe mir vorgenommen, zweimal die Woche irgendwie ausgedehnter Solo-Sex zu machen und vielleicht auf meine Atmung zu achten dabei. Und ich habe einfach irgendwie das Gefühl, es funktioniert für mich besser, mich dran zu halten und dran zu bleiben, wenn ich danach kurz schreibe, hey, war super oder ich habe es heute gemacht oder ich schicke einfach den und den Smiley. Und dann bist du quasi meine Kontrollinstanz. Und bitte, wenn ich das nicht tue, setz mich auf den Pott und sag, was ist da los? Wo ist deine Nachricht? So. Also überleg mal, ob das was für dich sein könnte. Vielleicht kommt dir auch spontan ein Mensch in den Kopf, wo du dir das einfach vorstellen kannst. Ja, da Unterstützung auch anzunehmen, Hilfe anzunehmen. Natürlich braucht es ein Einverständnis der anderen Person, aber viele Menschen wollen helfen und viele Menschen freuen sich sogar darüber und sind vielleicht auch sehr bereit und neugierig oder lassen sich vielleicht sogar anstecken dadurch für eigene Projekte oder kommen auf eigene Ideen, also dass es sogar Inspiration ist. Also es kann wirklich auch was sehr Positives sein für den Menschen, den du dir da aussuchst. Und vielleicht auch ein Einstieg sein, um über Sexualität mehr zu sprechen, wenn du dich traust, das auch transparent zu machen, was dein Thema oder dein Projekt und dein Vorhaben ist. Also es hat so viele Möglichkeiten, wie das auch sich auf positiv auf die Beziehungsebene, aber auch positiv auf dich und auch den anderen Menschen auswirken kann. Genau. Und das Letzte, das Fünfte, was ich für dich habe, ist eine Idee, dir selbst eine Art Brief zu schreiben. Ich habe das notiert als Motivationsletter. Und ich würde sagen, das könnte am besten funktionieren, wenn du dich in einem Moment, wo du dich sehr motiviert fühlst oder wo du vielleicht auch gerade die Übung gemacht hast und gemerkt hast, wie gut es dir tut, oder aus dem Termin kommst und gemerkt hast, wie gut es dir tut, oder Sex hattest und irgendwas toll war und du gemerkt hast, ah, ich bin schon weitergekommen. Egal jetzt ob alleine oder zu zweit, dass du dich dann hinsetzt, dir vielleicht ein Blatt Papier nimmst oder kannst du auch digital machen und wirklich aufschreibst, wie du dich gerade fühlst und wofür es sich lohnt, sozusagen dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Und mit der Idee, es eher an dein eigenes Ich zu schreiben, was halt gerade nicht so motiviert ist, was vielleicht gerade versucht ist, es schleifen zu lassen. Oder was vielleicht auch mal punktuell frustriert ist oder traurig, darüber, dass Dinge nicht so schnell gehen, wie man sie sich wünscht. Oder aus irgendwelchen Gründen halt gerade nicht in dieser Hochphase von, hey, das ist mein Projekt und ich habe total Lust drauf und ich mache und gehe dafür. Und also das halt gerade nicht in dieser Stimmung ist.
Und das kann sein, dass das 10 Minuten dauert. Und ich würde dir auch raten, das nicht so aus dem Kopf sozusagen zu fabrizieren. Als so Kopfgeburt, ah, ich muss das jetzt machen, sondern wirklich eher zu schauen, ah, erstens könnte das was für mich sein. Und zweitens wirklich dir einen Moment zu suchen, wo du dich gerade sehr flowy fühlst mit den Dingen und im Reinen und leicht sozusagen. Und dich dann, vielleicht kommt es auch ganz von innen, ah, jetzt könnte ich das machen, jetzt könnte ich das total schön an mich selber adressieren, auch für schwierigere Tage. Und dann setzt du dich hin. Und oft ist es so, wenn wir gerade in so einem flowy Zustand sind, dann gehen die Dinge auch total schnell. Also ich habe das auch vor kurzem gemacht. Ich glaube, es hat eine Viertelstunde gedauert. Und es war super schön, auch zu merken, ach hey, was würde ich denn meinem anderen Ich überhaupt mitteilen wollen? So ist auch eine schöne Möglichkeit, Gelerntes nochmal zu bemerken, einfließen zu lassen, vielleicht aber auch zu spüren, ach hey, da ist schon auch viel Anerkennung für mich selbst und Selbstliebe gewachsen in dem ganzen Weg, den ich vielleicht schon gegangen bin mit mir selber. Und das zu Papier zu bringen und dem gerade nicht so motivierten oder ich oder dem ich, was es gerade nicht so leicht hat mit diesem Projekt, einfach ja so eine kleine positive warme Dusche zu verpassen mit diesem Brief oder deinen Zeilen und in der besten Absicht, nicht ein, ja, du musst es jetzt machen, sonst ne, das auf gar keinen Fall, sondern was Liebevolles, was Mitfühlendes, was Zugewandtes, aber schon auch was vielleicht, was Hoffnung macht oder was vielleicht was freisetzen kann oder einfach Wärme spendet und wo auch, ja, das gerade nicht so gut drauf seiende Ich Möglichkeit hat, sich gesehen zu fühlen. Also da einfach was so aufzuschreiben. Eine A4-Seite oder weniger sogar oder auch mehr, je nachdem. Ne? Du schaust, es muss jetzt nicht Länge X haben, sondern das ist deine Entscheidung. Und dann ist natürlich die große Frage, was machst du damit und wo bewahrst du das auf? Und da frag dich mal, hast du irgendwie ein Buch, wo du das gut reintun kannst, wo du dich auch dran erinnerst? Hey, das ist da, insbesondere auch in so Phasen oder an so Tagen, wo es gerade nicht so läuft, wo du es greifen kannst. Oder möchtest du es dir vielleicht auch irgendwo sogar hinhängen, wo du es sehen kannst. Oder was auch noch eine Möglichkeit ist, natürlich ist, dass du es dir aufsprichst als Audionotiz und dir dann anhören kannst, wenn es soweit ist. Ja, es vielleicht sogar auf deinem Telefon irgendwie sichtbar platzierst, dass du auch merkst, ah, okay, jetzt bin ich gerade mal raus mit meinem Vorhaben und vielleicht war ich schon 2, 3 Tage raus und irgendwann sehe ich es und merke so, ah, gut, da ist ja was, ich habe ja was vorbereitet für genau diese Situation. Und jetzt kann ich das mir gut auf die Ohren tun oder gut lesen und mir damit was Gutes tun. Genau, das war so Idee Nummer 5 für dich. Ich finde, damit bist du ziemlich reich ausgestattet. Spür da mal nach, welche eine Möglichkeit für dich die liebste sein könnte oder vielleicht auch 2, 3, die du miteinander kombinieren möchtest. Oder vielleicht hast du dadurch auch eine eigene Idee, die gut für dich funktionieren könnte, dann mach das. Ja, Hauptsache ist, du traust dich dran zu bleiben. Ja, du traust dich auch mal durch so Nadelöhre und Engstellen durchzugehen und auch nach einer Durststrecke wieder weiterzumachen, ohne dich eben abzuwerten dafür, sondern eher mit, ah, okay, gut, das war jetzt so, Haken dran, weiter geht's. Ich habe doch da irgendwie meinen Nordstern, ich habe doch etwas, wofür ich auch schon mal gespürt habe, es lohnt sich, dafür unterwegs zu sein. Und dann gehst du einfach weiter und da können dir eben diese Dinge bei eine Hilfe sein. Ja, dann freue ich mich natürlich total, wenn du das ausprobierst und mir vielleicht Bescheid sagen magst, wie es für dich ist, dich damit zu beschäftigen, wie es dich unterstützt. Wobei vielleicht auch, wenn du das teilen magst, kannst du super gerne mich wissen lassen. Kannst du natürlich auch weitererzählen, wenn du jetzt weißt von einer Freundin, einem Freund oder deinem Partner, deiner Partnerin, das könnte vielleicht helfen, kannst du ja mal ein ganz niedrigschwelliges Angebot machen. Ah, hey, ich weiß da von so einer Podcast-Folge.
Die könnte was für dich sein. Vielleicht hast du Lust, das mal anzuhören. Sag mir doch, wenn ich dir das schicken soll oder wenn ich dir das zeigen soll. Also nicht so Knüppel auf den Kopf, sondern mehr so ein bisschen, okay. Einfach ein Angebot zu machen. Und ich mache diese Folge ja auch, weil es ist so menschlich, ja, dass das mehr oder weniger ein Thema ist, so dieses Dranbleiben. Und ich hoffe, du fühlst dich damit jetzt auch in besserer Gesellschaft und weißt, du bist damit nicht alleine und es ist okay, ja, es gehört dazu und wir können uns aber eben dennoch Dinge überlegen, wie wir weitermachen, wie wir den Fokus halten können und wie wir aber auch gleichzeitig liebevoll mit uns sein können und auch immer wieder uns dieses Loslassen erlauben im Sinne von, okay, es darf vielleicht auch mal phasenweise ein bisschen aus dem Fokus raus, weil da passiert auch was möglicherweise, ne, innerlich, dass sich Dinge integrieren oder man plötzlich doch wo ganz anders ist, wo man es noch gar nicht gewähnt hatte, sich noch gar nicht gewähnt hatte. Ja, in diesem Sinne freue ich mich total von dir zu hören, von dir mitzubekommen, auch wenn du Lust hast, auf Instagram vorbeizuschauen, dort dich mit mir zu connecten. Du kannst dich auch super gerne für die Spürvertrauen-Momente anmelden. Das ist mein Newsletter sozusagen, der aber wirklich nur kommt, wenn es wichtig ist und ohne großes Trara. Oder wenn du auch merkst, hey, das mit dem Dranbleiben ist ja schön und gut, aber ich mache jetzt hier schon eine ganze Weile alleine rum und ich brauche, glaube ich, doch mal jemanden, der mit mir zusammen drauf guckt. Buch dir eine Mini-Session zum Kennenlernen. Wir sprechen einfach. Was ist deine Situation? Wo willst du hin? Und lernen uns kennen. Und dann gucken wir, ob es Sinn macht, dass du konkret in eine Sitzung kommst. Ja, also ich danke dir fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs dich inspirieren lassen, fürs Aufsaugen, für hoffentlich eine gute Portion Mut und Dranbleibe-Energie mitzunehmen, vielleicht auch Motivation zu tanken. Und schick dich jetzt in deinen weiteren Tag. Freue mich so, so sehr, wenn du Lust hast, wieder reinzuhören in eine alte Folge oder in eine kommende Folge und sag jetzt bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.